Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Projekt Minecraft Valhalla. Wir sind hier jetzt aktuell gerade 6 Leute, aber insgesamt sind wir glaube ich 9, oder? Ja, sag mal hallo Leute. Hallo. Hi. Alter, schön im Sexklang oder wie man dem sagt. Ja, auf jeden Fall ist das hier unser Server, unser kleines Projekt, das jetzt hier, keine Ahnung wie lange laufen wird, einfach solange es uns Spaß macht. Und ja, genau, das geht jetzt los. Schaut bei den anderen vorbei. Ich glaube, ich habe es hier unten verlinkt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ja, wir schwärmen jetzt aus in unsere Channels und nehmen unsere Videos auf. Viel Spaß. Ja, genau. Ciao. Ciao. Bis später. Boah, das ist laut. Wer bleibt hier? Bleibt irgendjemand hier? Alter, was ist das denn? Nee, ich geh auch noch. Ja, okay, ciao. Okay, Leute, ich bin... Alter, ein Bär, holy shit. Wir rennen auf jeden Fall erstmal kurz ein bisschen. Ich bin hier gerade alleine im Worldwide Channel. Die anderen sind alle in ihre eigene Nation gegangen. Ich habe mich noch zu keiner so richtig angeschlossen. Ich bin jetzt einfach so ein bisschen lonely. Ja, wir sind hier auf einem Aterno-Server. Deswegen könnte es jetzt... Also ich dachte gerade, mein Minecraft stürzt ab. Oh nee, die Erfolge sind noch an. Scheiße. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben hier ein paar Mods drauf. Die werdet ihr dann bestimmt. Der ein oder andere wird es vielleicht auffallen. Gut, also jetzt ist noch nichts ungewöhnlich. Ich renne jetzt mal ein bisschen weg, weil ich weiß noch nicht, wie ich da mit den Leuten chillig bin oder nicht. Es ist halt so ein bisschen ein Roleplay und alles klar. Wir haben einen Friedhof gefunden. Das ist actually nicht so ein gutes Zeichen. Weil da können Monster spawnen, glaube ich, und die sind halt übel stark. Generell haben wir eigentlich zwar unendlich. Was war das denn? Generell haben wir eigentlich unendlich Leben, aber es ist halt. Oh ne. Nein. Ja. Pff, ich bin tot. Ich bin einfach schon gestorben. Das kann ja nicht wahr sein. Also, naja, wie gesagt, ich kann jetzt halt noch weiterspielen, wenn es laden würde. Danke. Ich glaub's ja nicht. Das ist die übrigens, ja. Ja, die erste Folge von Minecraft Valhalla. Das war gerade so ein Start mit allen. Wir sind ein paar kleine YouTuber, alle eigentlich nicht wirklich groß. Ich habe es gerade nicht so im Überblick, aber ist eigentlich egal. Auf jeden Fall, wo ist denn der Block hier? Danke. Ja, wie gesagt, es laggt jetzt halt ein bisschen, weil wir sind jetzt im Moment halt gerade, ihr seht hier oben, 6 Leute auf dem Server, oder? Ja, genau, 6. Ja, das ist halt natürlich für einen Aterno-Server halt relativ anstrengend. Aber wir mussten halt wirklich darauf zurückgreifen, weil wir mussten halt etwas gratis wollten wir halt haben. Und da eignet sich Aternas natürlich super. Und hier irgendwie gerade komische Tiere. Ja, wie gesagt, wir haben vorhin auch einen Bär gefunden. Der war aber scheinbar ganz freundlich. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier entfalten wird. Mittlerweile gibt es 3 Nationen. Das Ananas-Imperium, warte, ich muss kurz gucken gehen. Das Cracks Expand, die sind aber alle nicht online von diesem Server, okay, krass. Und noch Manus Server, also die haben schon einen Bär getötet, alles klar. Also Manu hat ja mit Neil und mit, boah, warte mal, mit Markus? Nee, scheiße, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ah, Marcel, alter Markus, ich bin auch komplett hängen geblieben. Tut mir leid, wenn du das siehst. Nee, auf jeden Fall, genau. Sind die auf jeden Fall auch zusammen in einer Nation. Sie wissen aber noch nicht, wie sie in ihren Shit da irgendwie nennen und ja, genau. Wir spielen jetzt hier erstmal ein bisschen. Ich hoffe, es wird jetzt in nächster Zeit dann nicht mehr allzu fest laggen. Klar, wir nehmen danach natürlich nicht mehr alle zusammen auf, weil wir auch alle so ein bisschen einzeln sind. Ja, genau. Das wollte ich so noch sagen. ich finde es cool, dass das alles jetzt geklappt hat hier. Da oben ist ein... Was ist das? Was bist du denn? Was bist du? Ein Reckon. Ah, das ist ein Waschbär. Genau, ihr seht ja auch, ich habe den Just Enough Items Mod und obviously Optifine. Ich hoffe, die Aufnahme laggt nicht. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Nee, die wird schon nicht laggen. Und irgendwie habe ich aber auch keine In-Game-Sounds. Oder nur extrem wenige. Naja, vielleicht werden wir in dieser Folge schon auf etwas stoßen. Eigentlich der Höhepunkt von diesem Server, aka Mod. Alter, was ist das eigentlich für eine Welt? Komplett zerklüfft. Ja, ich sollte auf jeden Fall jetzt schon viel mehr Holz farmen, denn ich will... Ich bin ja im Moment noch ein Einzelgänger. Ich will mich da bei irgendjemandem schon ein bisschen einschleimen. Also nicht im Sinne von, ja, halt asozial einschleimen, sondern halt einfach, ja, ehrenhaft einschleimen. Im Sinne von, ja, ich schenke denen so ein bisschen was und wir werden dann Best Friends. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich mir... Was? Was? Neil wurde von einem Waschbär getötet? Das geht?
Das geht. Alles klar, Digga. Alles klar. Ja, Neil, gute Besserung an der Stelle. Was? Hauptsache. Das Ding ist, auf meinem Kanal ist noch kein Video mit Neil und Manu gekommen, deswegen kennt ihr die noch gar nicht so richtig. Wird aber in Alter. Ey, was ist denn los? Nein, Spiel. Es wird aber auf jeden Fall in nächster Woche wird dann ein Video dazu kommen. Und guck mal, dieses Texture Pack. Beziehungsweise auch Optifine. Ich liebe es, wie es so verfließt. Das finde ich so geil. Okay, wir werden uns hier erstmal Holz machen. Ich glaube, das war gerade ziemlich unnötig. Und wir machen uns direkt hier. Wieso habe ich jetzt zwei? Achso, ich dachte gerade. Wir machen uns direkt hier eine normale Holzaxt. Dann werden wir uns ein bisschen Stein holen. Und zwar will ich direkt so ein bisschen auf Equipment gehen. Nicht groß aufbauen, weil. Ja, ich will mich ja dann auch irgendjemandem anschließen, weil sonst bin ich einfach komplett am Arsch. Aber egal. Genau, wir werden jetzt hier so ein bisschen Stein farmen erstmal. Das ist halt auch ganz wichtig. Und ich weiß nicht, ob man hier schon irgendwas weitermacht. Ich muss kurz die Sounds ein bisschen lauter machen. Dann ist das vielleicht ein bisschen nicer. Alter, die machen auch die ganzen Fortschritte. Jetzt bin ich dann übel gestresst. Vor allem, weil ich auch schon einmal gestorben bin. Gut, Neil ist auch schon einmal gestorben. Das beruhigt. Das beruhigt tatsächlich sehr. Oh mein Gott. Alter, bin ich erschrocken. Hä, der Eisenrüstung? Wollt ihr mich verarschen? Oh, oh. Es ist halt sehr gefährlich, weil er leckt halt hier so ein bisschen rum. Und dann, ja. Ey, wie viel Schaden macht er denn auch? Nein, 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 nein. Oh, lol. Wie ging das denn? Okay, ich muss mir auf jeden Fall ein Schwert craften, sonst wird das nichts. Nein, nein, nein. Es ist so gefährlich, wenn die so rumlenken. Da, lol, das heißt... Hä? Ey, ich will nicht schon wieder verrecken, ne? Das ist doch ein Scherz. Wenn ich jetzt an einem Zombie verrecke, weil er rumleckt... Das wäre echt cringe. Oh, lol. Okay, er brennt auch noch. Ey, kann er endlich tot sein, danke. Jetzt kommt er bestimmt einfach so der Nächste. wir machen uns deshalb direkt ein Schwert. Weil ich keinen Bock habe auf diesen Monster. Und ich weiß nicht, wieso, dass das Eisen bei dem Tech-Job irgendwie nicht funktioniert. Hallo? Stein? Ah, Spitzart, okay. Okay, ja, keine Ahnung, wieso das ist. Ah, das ist auch Kupfer. Ach so, deswegen. Genau, es gibt nämlich auch Kupfer hier. Es gibt sowieso viele Erze, viele verschiedene Sachen hier. Ja, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall in die Höhle wagen. Das Problem ist, ich habe noch fast kein Essen. Plus, ich habe noch keine Kohle gefunden. Also einerseits würde ich jetzt halt gerne hier rein. Ist das... Ne, das ist auch so. Da hinten ist wahrscheinlich auch eine Spinne, ja. Alter, wie die leuchtet. Die Augen. Ja, du bist bestimmt freundlich. Sie sind... Ne, Mann, wie ist das denn? Oh mein Gott. Alter. Holy Grinch. Meine W-Taste. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Das Problem ist, es wird auch gleich Nacht. Ihr seht es da hinten schon. Alter, nee, ey. Ich bin gespannt, wie dieses Projekt wird. Ich sag's euch, ich bin so gehypt auf das Projekt. Weil wir sind so viele coole kleine Leute, kleine YouTuber, die auf Erfolg hoffen. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir mit diesem Projekt auch alle ein bisschen was abbekommen. Also alle auch ein bisschen unsere Kanäle in die Höhe boosten können. Und dass wir einfach eine geile Zeit haben, Alter. Also, dass wir eine geile Zeit haben, das ist ja schon fast klar, aber... Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß auch gar nicht, wo das die anderen sind. Wir haben auch alle übertrieben schlechte Verbindungen. Ah, ne, eigentlich alle gut, bis auf ich. Toll. Schweizer Internet ist doch nicht besser. Nee, das Ding ist, ich habe ja keine Kabelverbindung. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Ding ist, ich glaube, ich schneide ja das Ganze auch ein bisschen. Es ist ja erlaubt zu schneiden. Was ist das denn? Ein Schwein? Sieht ja übel krass aus. Ja, moin. Das hier finde ich einfach so geil bei diesem Texture Pack, das ich habe. Dass es so übergreifend ist, sagt man das so. Ja, ich würde jetzt halt gerne noch eine Höhle finden. Mit Kohle halt, damit wir direkt Fackeln machen können und kein Holz noch irgendwie brennen müssen, braten müssen. Naja, müssen wir aber jetzt obviously trotzdem machen, weil es ist... Hä? Da hinten ist Nacht, aber oben ist hell. Gut, aber hier unten ist trotzdem dunkel. Aber es ist trotzdem sehr weird. Naja, vielleicht merkt ihr es auch am Shader, es blendet so ein bisschen, wenn man ins Helle guckt. Das ist eigentlich so nice. Ey, wo bin ich hier eigentlich? Es ist so creepy gerade. Stell dir mal vor, jetzt ist irgendwie noch Slenderman hier. Hallo. Ah, das war ein Huhn. Nee, okay, also auf jeden Fall, ich habe gar keinen Plan, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich buddel mich jetzt einfach runter, oder? Oh, ja, ja, muss ich fast. Ich komme ja auch schon Zombies. Ich kann auch nicht mehr sprinten. Ja, wir müssen uns jetzt einbauen, einfach hier neben dem Baum.
Ja, toll, hier ist Wasser, wollte ich mich verarschen. Ey, nee, oder? Dann graben wir uns halt hier drüben und irgendwie. Scheiße. Wie ihr merkt, komplett verplant. Und ich sehe nichts mehr. Ey, mach doch jetzt zu hier. Okay, wir müssen hier kurz unsere Werkbank irgendwie aufstellen. Ich sehe auch nichts, Leute. Es gibt übrigens Ameisen. Und wir können sozusagen Chef werden von so einer Kolonie. Von so einer, Ameisen-Dings halt. Also wir können hier kurz ein bisschen Holz braten hier, dann können wir das, ja, gleich wieder verwerten. Genau, was ich sagen wollte, es gibt Ameisen, von denen kann man Chef werden, wenn man, glaube ich, die Königin tötet. Und dann kann man die halt anführen und das ist halt richtig krass. Weil man hat halt einfach scheiß Ameisen, man kann dann dieses Volk regieren. Und das ist halt schon cool, ne? Das Praktische ist auch, ich habe Optifine, das heißt, diese Kohle reicht mir jetzt eigentlich schon. Das heißt, ich kann hier erstmal noch kurz ein bisschen Fleisch braten. Mit dem kleinen Stück Holzkohle, das wir haben, machen wir eine Fackel und packen die in die Offhand. Denn jetzt haben wir immer Licht. Das ist ziemlich praktisch halt. Wieso habe ich denn jetzt erst den Fortschrittstick erlernt? Ja, okay, hat nicht gereicht, egal. wir bauen das hier nochmal kurz ab. Den Ofen hier brauchen wir nicht. Und jetzt graben wir uns hier einfach mal runter und hoffen auf einen Minenschacht, weil ich habe gar kein Holz. Essen habe ich sowieso nicht, bin fast am Verhungern. Scheiße, eigentlich kann ich mir das überhaupt noch nicht leisten, nach unten zu gehen. Und ja, es laggt halt trotzdem ein bisschen. Aber das ist jetzt eigentlich nur die erste Folge, die so ein bisschen laggen sollte. Wir haben Kohle gefunden. Nice, nice, wichtig, Digga, wichtig. Oh, so wichtig. Es war wirklich wichtig, weil es ist wichtig, dass wir Kohle haben, um... für Feuer und so. Also ist schon sehr wichtig. Und ich höre auch Zombies. Das ist ziemlich gut. Ihr seht auch unten, ich habe diese Dings. Diese, wie sagt man der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zeigt es mir die Sounds an, die hier in der Nähe sind. Das ist relativ praktisch. Weil dann dort zeigt es zum Beispiel auch an, wenn etwas ganz leise ist. Und wie ihr hier steht, Zombie stöhnt. Fledermaus fliegt los. Das deutet ja obviously auf eine Höhle an. Das ist relativ gut, weil dann können wir dort... Höhlensachen machen halt. Gruseliges Geräusch. Wollte ich gerade sagen. Ey, ich habe so Angst, weil Höhlen sind jetzt so gefährlich mit diesen Mods. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was uns da unten erwarten wird. Ich will es auch, die haben schon Eisen. Ich will es auch gar nicht rausfinden, to be honest. Ey, Leute. Oh Gott. Ich nehme jetzt direkt die zweite Folge auf. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bete mit mir, dass ich eine geile Höhle finde. Und dann sehen wir uns. Übrigens, diese Projekte kommen ungeschnitten, immer so 20 Minuten mache ich. Das heißt, ja, die kommen halt jetzt dann zwei Videos am Tag, aber das ist ja, glaube ich, euch ziemlich egal. Immer dieses Projekt und etwas anderes. Ja, Leute, wie gesagt, das war's mit dieser ersten Folge Minecraft Valhalla. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann war da, schaut bei den anderen vorbei. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!